Bayram mübarek olsun. Bayram mübarek olsun. Bayram mübarek olsun. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Mittwoch und es ist unser Ramadan-Feiertag. 30 Tage Fastenmonat ist zu Ende. Ich habe es ja schon gesagt, es ging wieder super, super schnell. Man ist schon so ein bisschen traurig, wenn der Fastenmonat vorbei ist. Aber ja, heute ist unser Feiertag. Wir haben übrigens 3 Feiertage. Also es sind 3 Feiertage, die man jetzt hat. Die Kinder dürfen aber heute zu Hause bleiben. Einen Tag dürfen sie sich frei nehmen von der Schule. Wie ihr gesehen habt, unser traditionelles jährliches Beglückwünschen. Dieses Jahr auch wieder ohne Geschenke. Mittlerweile sind die Kinder ja so groß. Ich weiß nicht, was die wollen. Die können sich selber ja was kaufen oder ihr Geld sparen. Das ist am einfachsten. Wobei ich es immer eigentlich auch schön fand, immer was zu überreichen. Aber
ja, so ist es ein bisschen praktischer. Und jetzt gehen wir los. Wir gehen jetzt Familie besuchen und so weiter. Da nehme ich euch jetzt nicht mit. Ich nehme jetzt vielleicht ein paar kleine Eindrücke oder so, filme ich mit. Morgen geht es dann weiter. Die Kids sind zwar in der Schule, aber morgen machen wir ein paar Sachen, weil wie gesagt, heute gehen wir ja raus. Ich habe das letztes Jahr auch so falsch gemacht, dass ich ja an dem heutigen Tag so viele Sachen vorbereitet habe. Dabei waren wir dann sowieso unterwegs und es kommt ja keiner am ersten Tag zu uns, sondern wenn, dann kann sein, dass wir morgen vielleicht noch Besuch bekommen. Deswegen, ja, mache ich morgen ein paar Sachen vorbereiten, dann nehme ich euch natürlich noch mit. Wir gehen jetzt los. Wir haben vorher besprochen, dass wir alles nicht doch dasselbe machen. Wir haben kimse sana söylemez, ben söyleyeyim, kız arkadaş, kardeşim bile görmüyor. Ramadan, Feiertag, Tag 2. Heute machen wir ein paar Leckereien und zwar unter anderem Baklava, die einfache Variante für die, die wie ich nicht so gut den Teig hauchdünn ausrollen können. Nehmen wir wieder unsere Fertigteigblätter. Das sind Yufka-Blätter und zwar bekommt ihr die im türkischen Supermarkt und damit machen wir das schnelle Baklava. Ich mache nämlich die Variante, die meine Bekannten auch immer machen. Hey, Tofu. Die sind nämlich so hauchdünn und knusprig und mir schmeckt das viel, viel besser als dieses viereckige, was man so kennt. Also wie gesagt, das ist eine andere Form und ich finde die wirklich sehr lecker, sehr leicht. Dann Nüsse eurer Wahl. Ihr könnt Haselnüsse nehmen, Walnüsse oder Pistazien. Ich habe hier jetzt noch so viel Pistazien. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Ich werde die nehmen und wenn ich noch mehr brauche, habe ich auch noch Haselnüsse und Walnüsse. Dann schaue ich, da mache ich eben ein paar noch mit Haselnüssen. Dann werden wir einen Zuckersirup herstellen und hier meinte ich eben, hier kann man auch ein bisschen weniger Zuckersirup nehmen, dass es nicht ganz so, ja, viel ist, sage ich jetzt mal. Den machen wir zusammen und dann eigentlich nur noch Butter. Jetzt keine 2,4 Kilogramm Butter. Ich habe mir zweimal so einen Butterblock bestellt. Ja, ich benutze viel Butter und ich wollte jetzt die Tage selber Butterschmalz machen oder Ghee oder wie man das kennt, weil ich das sehr viel benutze und es kommt eigentlich viel günstiger, wenn ich es selber mache, als wenn ich das schon kaufe. Deswegen, ja, habe ich viel Butter bestellt, aber wir brauchen nur einen Block, also so 250 Gramm Butter für ein Blech. Ihr könnt, wenn ihr es ein bisschen günstiger haben wollt, das auch mit Pflanzenöl mischen, aber ich bin für die Butter, weil ja, hauptsächlich für den Geschmack ist Butter am besten. Ne? Also, wir machen das jetzt. Wie gesagt, schnelle Variante. Ich nehme euch mit. Ich mache das jetzt auch zum ersten Mal. Ich hoffe, das gelingt mir. Wenn es klappt, dann könnt ihr es nachmachen. Wenn nicht, gibt es bestimmt 150 Rezepte hier auf YouTube. Dann liegt, achso, nein, nein, was ihr noch braucht, ganz wichtig, um diese Form hinzukriegen, ist so ein dünner Stab. Ich habe meinem Mann gesagt, ich brauche einen dünnen Stab. Einfach nur einen dünnen Stab. Er ist in den Keller gegangen und hat mir einen Stab gefunden. Also, keine Ahnung, von was das ist. Ich glaube, ah, das sieht aus wie von einer Jalousie. Von unseren alten Holzjalousien. Ja. Die Dings, was man die Holzjalousien auf und zu macht. Also einfach so einen dünnen Stab, weil wir das so aufrollen und dann so zusammenschieben. Und dann sind das so gekrinkelte, ich weiß nicht, ob das einen Namen hat, gekrinkelte Sachen. Naja. Auf jeden Fall, gestern war ein super schöner Tag. Wir sind wirklich viele Familien besuchen gegangen. War sehr, sehr schön. Haben wirklich eigentlich ja so gut wie alle gesehen. Deswegen, ja, weiß ich nicht, ob heute noch überhaupt jemand vorbeikommt oder nicht, weil wir uns ja wirklich ja alle gestern gesehen haben. Ja, ist auch nicht so wichtig. Das ist der Vorteil, wenn man selbst eine Großfamilie ist. Auch wenn keiner kommt, ich habe genug Kinder, die futtern alles auf. Also, praktisch. Aber ich finde es sehr gut, dass ich dieses Jahr das wirklich so gemacht habe und nicht wie letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich mich so extrem gestresst, am letzten Ramadan-Tag irgendwie alles vorzubereiten, so viele Leckereien. Und dann, wie gesagt, sind wir ja eh unterwegs eigentlich immer am ersten Tag. War so ein bisschen unnötig, deswegen habe ich mir diesen Stress nicht gemacht. Ich mache den mal hier klein, damit ich das besser sehe. So, habe ich gesagt, was ich noch mache? Achso, ich mache noch aus den... ich weiß gar nicht, ob ich eine Packung benutzen werde oder zwei. Ich guck mal eben, das richtet sich so ein bisschen nach eurem Blech. Und aus einer Packung oder was dann übrig bleibt, mache ich noch ein Spinatbörek. So wie ich das letztens gemacht habe mit Feta-Käse und Petersilie. Nur halt heute mit Spinat. Dann mache ich meinen Nudelsalat. Ich glaube, den kennt ihr auch. Den habe ich auch schon oft gezeigt, ne? Den mache ich noch. Tofu, sieh zu und lerne. Dann machst du uns auch mal Baklava. Hm?
Wir nehmen uns ein Teigblatt. Und zwar die längliche Seite am besten. Ich mache jetzt drin keine Butter. Also ich habe bei manchen gesehen, die das so drinnen schon die Butter reinmachen. Aber das machen wir nicht. Also meine Bekannten machen das nicht so. Deswegen mache ich es auch nicht so. Manche machen auch zwei Blätter. Ich weiß nicht, ich mache jetzt mal erstmal eins. Ich weiß nicht, ob ich zwei übereinander mache oder halt nur das eine. Ich glaube, das eine reicht. Ich muss selbst mal hier gucken. Wie gesagt, ist mein erstes Mal hier. Dann nehmen wir den Stab. Oh, der ist aber auch genau richtig, der Stab. Und rollen das Ganze jetzt ein. So. Und dann quetschen wir das. Dann wird das Ganze... Oh, das war ein bisschen zu sehr gequetscht. Habe ich es gleich kaputt gemacht. Oh, Mamisch. So, der erste war schon mal ein Fail. Ja, ein bisschen mit Gefühl. Ich war gerade ein bisschen brutal. Ja, okay. Das war... Meine Brutalität war schuld. So, jetzt haben wir es. Wieder rausziehen. Und dann haben wir so eine... Wie nennt man das jetzt? Ah ja, nee, so passt es genau. So eine Wurst, ne? Wir nennen es jetzt mal Wurst. Hier ist ein bisschen kaputt, das ignorieren wir. Also, meine Lieben, ihr seht, das ist voll einfach, ne? Das ist dann auch wieder gehört zu diesen Dingen. Warum mache ich das? Habe ich das nicht früher gemacht? Warum hat mir keiner gesagt, dass das so einfach ist mit diesen Fertigblättern? Ich meine, ja, selber machen Teig wäre jetzt natürlich immer besser. Aber, wie gesagt, dieses dünne Ausrollen, das ist die meiste Arbeit. Das so dünn auszurollen. Ich weiß gar nicht, ob ich da zu viel Pistazie mache, zu wenig. Ich glaube, ist okay. So, dann schieben wir das Ganze zusammen. Das ist halt einfacher. Also ich finde, die sind halt so super schön, so knusprig, so dünn und knusprig ist das, dieses Baklava so. Also ich finde das richtig, richtig lecker. So, also ich mache jetzt so lange weiter. Warte mal, 1, 2, 3. Ja, ich glaube, das wird eine Packung reicht hier für das ganze Blech, denke ich mal. Ansonsten unten ist auch noch Käse. Ach, das ist ein bisschen viel Füllung. Ich dachte, war richtig schwer. Ich schmelze jetzt die Butter und die lassen wir so ein bisschen köcheln und machen hier dann den Schaum ab. Also eigentlich so eine leichte Ghee-Butter. Machen wir jetzt eigentlich. Wichtig ist halt eher, diesen Schaum wegzumachen. Das Wasser muss jetzt nicht mit raus verdampfen, wie man das jetzt bei Butterschmalz macht. Wichtig ist nur, dass man den Schaum wegmacht. Das ist ja so dieses Eiweiß, glaube ich, ne, was in der Butter ist. Das muss raus, weil sonst kann es sein, dass auf dem Baklava dann später solche schwarzen Pünktchen sind. Jetzt können wir das Baklava schon zurechtschneiden in die Portionsgröße, die ihr das haben wollt. Ich denke, ich mache es so hier, hier und da. Also erstmal manchmal in der Mitte. Wenn es die Mitte ist, I guess. Man schneidet das schon vorher. Mhm. Weil sonst, wenn du das ja schneidest, geht es ja kaputt so, weil das ja so richtig knusprig ist. Deswegen. Jetzt kommt die Butter rüber. Mal, ob ich da einen anderen so wirklich so überall schön verteilen. Kommt da kein Sherbet? Sherbet kommt nach dem Backen bei dir. Ach, stimmt. Mhm.
Backofen habe ich vorgeheizt auf 180 Grad. Und dann einfach so lange backen, bis das Ganze Farbe bekommt. Bis das alles schön goldbraun ist. Und in der Zwischenzeit machen wir den Zuckersirup. Man sieht auch jetzt, welche die mit Pistazie sind, die grünen, und das sind die mit Haselnuss. Für den Sherbet, also den Zuckersirup, nehme ich jetzt hier eine halbe Zitronenscheibe. Eine Zitronenscheibe. So, und dann, was hatte ich jetzt? 2,5 Gläser Wasser und 2,5 Gläser Zucker. Also 1:1 Verhältnis. Ich hoffe, es macht keinen Unterschied, dass ich Rohrohrzucker benutze. Ich habe jetzt hier nur noch so ein bisschen von dem hellen Zucker. Ich hoffe, das macht jetzt irgendwie nicht so einen Unterschied. Will ich ein bisschen weniger Zucker nehmen? Das ist schon echt viel Zucker, ne? Warte, das war jetzt 1,5. Warte, komm. Wir machen 2 Gläser und 2,5 Wasser. Ist das schlimm? Nee, ist doch nicht schlimm, oder? Wenn einfach ein bisschen weniger Zucker drin ist. Das ist viel Zucker. Ja, das ist halt Baklava, ne? Dann lassen wir das Ganze aufkochen und wenn das anfängt zu sprudeln, dann 17 Minuten ungefähr köcheln lassen. Meine Lieben, ihr seht, das ist so einfach. Ich hoffe, dass der Sherbet gut geworden ist. Ich weiß nicht, ob, wie gesagt, ob es einen Unterschied macht, dass es Rohrohrzucker war. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich hoffe mal. Ich habe gemerkt, ne, ich habe statt eben 2,5 Gläser Zucker und 2,5 Gläser Wasser, habe ich 2 Gläser Zucker und 2 Wasser gemacht. Also ein bisschen weniger. Mal gucken. Das Gute ist bei Baklava, das könnt ihr wirklich so, wenn ihr das für irgendeinen besonderen Anlass oder so machen wollt, ihr könnt es ruhig ein paar Tage vorher machen. Oder ruhig, also wie ihr mögt. Ich mag das zum Beispiel, wenn es super schön eingeweicht ist. Manche mögen es sehr knusprig. Aber bei Baklava ist das Gute, ihr habt wirklich lange was davon. Also es schmeckt noch nach 3-4 Tagen noch gut. Ich glaube, es war gut, dass ich 2 Gläser statt 2,5 gemacht habe von beiden. Mal gucken, überall schön verteilen. Und das saugt ja auch nochmal. Machen wir ein paar Stunden, probieren wir mal. Bin ich mal gespannt. Ich habe es ja gestern gegessen bei unserer Bekannten. Da hat sie das ja auch gemacht. Ich glaube, war auch mit. Nee, ich glaube, war das mit Haselnuss oder Walnuss? Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ja, bin ich jetzt echt gespannt. Aber sehen auf jeden Fall 1:1 so aus, wie sie aussehen soll. Da bin ich schon mal froh. Also seht ihr, meine Lieben, jeder von euch kann Baklava machen. Wenn ihr den Fertigteig kauft, dann ist alles easy. Nur Muslime kennen dieses Gefühl, direkt nach Ramadan die ersten 1, 2, 3 Tage ist das so ungewohnt, plötzlich bei ja, Tageslicht am hellen Tag zu essen und zu trinken. Ist immer so ein bisschen komisch, aber ja, halt immer so ein witziges Gefühl. Ich muss jetzt mich erstmal wieder umstellen. Ich habe ja wirklich die ersten 2 Wochen habe ich das so schön eingehalten, dass ich immer pünktlich schlafen gegangen bin, um dann halt nochmal aufzustehen zum nächtlichen Frühstück, ne, und danach mich nochmal hingelegt habe. Und dann, ja, nach der Zeitumstellung und so weiter ist alles komplett hinübergegangen und ich bin jeden Tag um 5 Uhr morgens ins Bett gegangen und dann gegen 11, 12 Uhr aufgestanden. Oh, und jetzt muss ich mich wieder in den alten Rhythmus, wobei doch, ich bin heute um 7 aufgestanden. Nee, sogar früher. Weil ich bin wach geworden und dann konnte ich nicht mehr einschlafen. Und dann dachte ich, komm, schlaf nicht. Aber ich bin gestern um 1:30 schlafen gegangen, weil wir waren 11:30, glaube ich, zu Hause nach dem letzten Besuch. Und dann bin ich 1:30 schlafen gegangen. Ja, um 6:30 aufgestanden, ist gut. Also man muss das einmal so machen, dass man halt weniger schläft den einen Tag. Somit gehe ich heute früh ins Bett, weil ich da natürlich müde bin. Deswegen brauche ich jetzt auch ein Käffchen.
Und dann kann ich morgen wieder schön früh aufstehen, wie es sich hier hört. Wieder in den alten Rhythmus. So, ich koche hier jetzt einmal Nudeln für den Nudelsalat. Den habt ihr ja bei mir öfters gesehen, ne? Aber ich zeige ihn euch ruhig mal, was da schnell reinkommt. Es sind ja nur ein paar Zutaten. Für den schnellen Börek, den mache ich ja diesmal, den habe ich ja euch im Ramadan-Vlog gezeigt. Das sieht man auch, im Titel steht auch schneller Börek. Also da steht auch nochmal die Zutaten, also das Rezept in der Videobeschreibung, falls ihr da nochmal gucken wollt. Ich mache das aber heute mit Spinat, also brate ich jetzt ein bisschen Zwiebel mit dem Haufen Spinat, der dann natürlich zu nichts mehr zerfällt. Brate ich an, lasse es dann kurz abkühlen, weil da kommt dann noch ein bisschen Feta-Käse mit dazu. Heute ist aber auch so ein, wieder so ein richtiges Einschlafwetter. Wir hatten ja zwei Tage richtig Hochsommer hier in Berlin. Da war es ja 28 Grad den einen Tag. So dachte ich nur so, what? Was ist denn hier los? Und jetzt ist wieder ein bisschen abgekühlt und so dunkel, ein bisschen regnerisch. Könnte ich jetzt wieder einschlafen, ne? Spinat, Zwiebel, bisschen Knoblauch, Salz, Pfeffer, bisschen Chili, wer mag. Es hat jetzt ein bisschen abgekühlt, jetzt kommt noch der Hirtenkäse. Ich will jetzt nicht Feta-Käse sagen, ne? Mal das gleiche hier. Das ist ja ein Milchkäse. Hirtenkäse oder was auch immer dazu. So sieht die Füllung aus. Für den Nudelsalat nehme ich gerne immer so ein bisschen kleinere Nudeln. Entweder solche kleinen Röhrchen oder wie auch immer. Oder hier solche, was sind das, kleine Schmetterlingsdinger aus dem türkischen Supermarkt. Und dann mache ich halt immer super viel Gemüse rein, weil das ist so ein bisschen eher wie so dieser polnische Gemüsesalat. Der wäre ja normalerweise mit Kartoffeln. Ich mache es aber mit Nudeln und hier ist eben das Geheimnis, dass da wirklich viel Gemüse reinkommt und dass man nicht nur so Nudeln hat, sondern mehr Gemüse als Nudeln sogar. So schmeckt er besonders lecker. Hier haben wir ein bisschen frische Petersilie. Manchmal mache ich auch noch Paprika mit dazu, manchmal nein, heute mal nicht. Dann bei mir ganz wichtig sind immer Radieschen und Cornichons. Die kommen da mit rein. Das gibt auch nochmal so eine schöne Würze. Und dann ein bisschen Mayo, Joghurt und etwas Remoulade, Salz, Pfeffer, ein bisschen Knoblauch. Das ist das, was ich so reingebe. Und der schmeckt immer sehr, sehr lecker. Salz, bisschen Knoblauch, frischen oder hier, ich habe schon so einen mit bisschen Kräutern, Pfeffer. Joghurt, ruhig ein bisschen mehr, dann ist das nicht ganz so fettig. Mayo. Und Remoulade. Da sind halt schon Kräutergewürze drin. Das macht das nochmal schmackhafter. Fertig ist der Nudelsalat. Geht super schnell.
yummy. Diesmal habe ich nicht vergessen, die Form einzubuttern. Jetzt klebt die schon noch nichts. Nee, sieht gut aus. Ja, meine Lieben, mehr mache ich nicht. Ich habe keine Lust. Ich sag's euch. Letztes Jahr, ich habe gerade so überlegt, ne? Letztes Jahr in unserem Eid-Video, was haben wir da alles gemacht? Schön diese Kekse in Form, ne, von Mond und Stern und so, Eidkekse, gefüllte Datteln. Madame hat eine Torte gemacht. Was war da noch? Oh mein Gott, ich frage mich, wie habe ich denn das alles gemacht? Ja, dieses Jahr ein bisschen gechillter. Muss auch nicht sein. Ich finde, also ich habe das eh so eigentlich so für euch und für uns gemacht. Ja, muss nicht immer so viel sein. Das ist manchmal wirklich übertrieben, sagen wir es mal so. So sieht der Börek aus, richtig schön saftig. Das Baklava, seht ihr, ist schon geschnitten. Das ist so praktisch. Nochmal so ein bisschen versetzt. Immer eins so, eins so. Sieht ganz hübsch aus. So sieht jetzt das Baklava aus. Sieht man das? Hier ist mit Haselnuss. Ich probiere mal, ob das mir auch so gelungen ist, wie das bei den anderen geschmeckt hat. Mmh, ja. Oh, mega. Und so easy.